Hallihallo, meine Lieben. Es ist Zeit, Leute. Es ist Zeit für ein Aufgebraucht und Angedüftelt. Es ist hier wieder ein bisschen was. Also ich versuche heute mal ganz kurz. Tada! Hier ist the Tomb of Sanctiness, den wir jetzt gleich durchbrechen wollen. Noch einige Tütchen liegen hier noch daneben. Denn ich hatte ja im Februar, hatte ich euch glaube ich auch berichtet in meinem letzten Sensi-Video, die neue Kollektion durchgeschnüffelt, ne? Die neuen Frühlings-Sommer-Düfte von Sensi, die sind jetzt hier alle leer. Die besprechen wir heute. Random andere Sachen, handmade habe ich ganz viel. Kerzen sind leer gegangen, 3 Stück an der Zahl. Und ich habe ein paar Kerzen angedüftelt. Aber gar nicht so viel angedüftet, weil ja, es brannte hier halt eine Kerze und dann, ihr wisst Bescheid, ne? Dauert ja auch ein bisschen. Habe ich schon gesagt, das ist das aufgebraucht und angedüftet für Februar? Falls nicht, jetzt habe ich schon nochmal einen kleinen Nachtrag, ne? Genau, für Februar. Der Februar ist vorbei, ist ja immer ein relativ kurzer Monat, ne? Und dafür ist ja ein bisschen was zusammengekommen, ne? Das ist unglaublich. Wir sind im März angekommen. Naja, es ist wie es ist, ne? Zeit vergeht. Okay, meine Lieben, ich will jetzt gar nicht so viel vorab quatschen, denn ihr wisst ja, erfahrungsgemäß sind diese Videos immer ein bisschen länger, ne? Das letzte Mal musste ich schon, was, keine Ahnung, eine Stunde oder so rausstellen, weil ich es echt übertrieben habe, ne? Ey, ich habe so lange auf euch eingeredet, das konnte ich wirklich keinem Menschen zumuten, das war echt too heavy. Ich versuche jetzt mal ein bisschen, ne? Ein bisschen hier voranzutun, dass wir alles schaffen und dass ich nicht wieder so viel raussehen muss, ne? Das ist ja auch irgendwie schade. Ne? Okay, Lieben, ich würde sagen, ich fange an, hier wieder meine Box zu sortieren, ne, dass wir alles wieder ein bisschen nett geordnet und nach Magen haben. Ihr hört ein bisschen gute Musik oder holt euch in der Zeit vielleicht einen Kaffee oder ein Teechen. Ich trinke auch ein bisschen Tee. Und dann legen wir fresh und voller Elan los und schauen gemeinsam, was hier im Februar so in meine Lampe hüpfen durfte. Machen wir es so? Machen wir so. Also, bis gleich. Wir sind soweit. Ich habe jetzt hier alles um mich herum sortiert. Ich würde sagen, es ist heute ein bisschen was an Zinti zusammengekommen. Ne? Ich habe da mal ein bisschen was verdüftet. Ich zeige euch erstmal mein Türmchen. Da ist das gute Stück. Ich würde sagen, ist okay, oder? Guck mal so. Ist okay, guck mal da so. Es ist ein bisschen was zu. Also wenn die Bars so leer sind, ne, und so der Rest von Duftöl da drin rumschmadert, ist nicht so lecker, ne? Aber sie kommen ja danach weg. Und dann habe ich hier einiges an leeren Tüten, was Sensi angeht. Ja, wie gesagt, ich habe ja die neue Kollektion durchgeschnüffelt und da ist jetzt natürlich einiges zusammengekommen. Wir haben aber auch Goose Creek, wir haben ein bisschen Country Kringle, wir haben Handmade und ein absolutes Schätzchen, was ich euch noch zeigen will. Ich weiß gar nicht, ob die Marke so auf dem Schirm ist von vielen, aber ich finde sie eigentlich ganz gut und diesen Duft finde ich ganz klasse. Fliege weg hinfort. Genau. Also, ich rede schon wieder so viel. Ne? Wir wollten eigentlich gleich in Medias Res gehen und wir fangen jetzt auch an. Und zwar mit Sensi, mit dem Vanilla Suit. Das ist einer von den Bring Back My Bars. Ich hatte es euch ja schon in meinem Post erzählt. Ne? An sich, oh, traumschöner Duft. Traumschöner Duft. Das ist mal ein maskuliner oder ein maskulin angehauchter Duft, den ich traumschön finde. Diese weiche, parfümige Vanille mit Sandelholz, würde ich auch sagen. Und dann Sude. So ein bisschen was Ledriges, so ein bisschen was Holziges. Einfach nur traumhaft schön und kuschelig. So ein bisschen herber, maskuliner, kuschelig. Aber nicht zu viel, ne? Sondern genau richtig. Leider, leider, leider nehme ich ihn kaum wahr.
Es ist wirklich traurig. Ich hatte ihn vor einem Jahr oder so mal als Probe hier in der Lampe und hatte euch, glaube ich, auch erzählt, dass ich den wieder haben muss, dass ich den traumhaft schön finde. Und mir ist so, als wäre diese Probe intensiver gewesen. Als wenn hier irgendwie ein bisschen die Luft draußen ist. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe ihm auch im Schlafzimmer gedüftelt, ne? Ich habe auch, glaube ich, da irgendwann drei Brocken ins Schlafzimmer in meine Duftlampe getan, was Inflation ja viel ist, wenn ihr mich fragt. Und der Duft kommt einfach so dezent raus. Und das ist so schade. Aber ja, er wird nicht nochmal einziehen, ne? Leider, leider. Ich bin traurig, aber gut. Manchmal ist einfach time to say goodbye. Und er ist nicht im Club. Die Bringbacks sind ja jetzt raus, ne? Ich glaube, sie wurden noch über Februar verlängert. Und jetzt ab März ist ja das neue Sortiment da. Leider musste er mich verlassen, weil meine Nase nimmt ihn kaum wahr. Sehr, sehr traurig, aber what it is. Als nächstes habe ich hier von diesen Scentsy-inspired Düften The Little Mermaid Kiss the Girl. Es gibt ja noch den anderen. Heißt der auch The Little Mermaid? Under the Sea, genau. Es gibt ja einmal den Kiss the Girl und einmal den anderen. The Sea, der andere Duft ist gleich ein bisschen älter. Der hier ist die neuere, das neuere Release. Und ich hatte es euch ja schon gesagt, ne? Beim ersten Anschluss, er hat so einen leichten Käse-Moment für mich. Ne? Er hat so einen Hint auf was Säuerliches, so einen Tacken, der einfach drüber ist, wo ich mich frage, was soll denn das sein? Ne? Im Warmen vertut sich das so ein bisschen, da ist er so ein bisschen angenehmer, weicher, so süß, aquatischer, aber er hat trotzdem noch immer so einen leichten, muffigen Unterton, der einfach nicht so ganz meins ist. Ne? Er streckt mich einfach ein bisschen an, wenn er in meiner Lampe ist. Von daher, ja, er ist jetzt aufgebraucht. Er ist okay. Er ist aber kein Liebling und ich werde ihn mir definitiv nicht nochmal holen. Oder er ist definitiv damals nicht in meinem Club gelandet. Ich glaube, gerade gibt es ihn auch nicht, aber er kommt bestimmt nochmal wieder. Ja, ich weiß nicht, da spalten sich ja die Lager bei diesem Duft. Ne? Manch einer liebt ihn und findet ihn toll. Ich glaube, Himbeere ist da drin. Ne? Ich glaube, da ist auch Himbeere drin. Ne? Und viele nehmen auch diese komisch muffige Käsefußnote wahr, ja. Manchmal ist es so, ne? Irgendwas ist da drin, was die Nase triggert. Dann als nächstes. Ja, ei, jetzt kommt es, na Leute, jetzt kommt es ganz dicke. Und zwar der Wild Moon. Das ist einer von den neuen Düften von Scentsy im Herbst, Winter. Ich bin irgendwie ein bisschen dunkel, kann es sein? Kriegen wir das Ganze hier ein bisschen heller? War noch ein bisschen dunkler? Mal noch ein bisschen heller? Ein bisschen zu hell, oder? Was sagt er? Machen wir mal so. Ah, ich glaube, so ist ein bisschen besser, oder? Ein bisschen heller? Naja, geht so. Jedenfalls, Velvet Moon ist einer von den Düften, die jetzt letztes Jahr im Herbst, Winter rausgekommen sind. Und ich war eigentlich sehr, sehr gespannt auf den Duft, weil es ist so ein richtig schöner, cremiger, parfümiger, kuscheliger Duft mit so einer leicht schweren mystischen Note. Der ist irgendwie, der hatte was, ne? Und ich hatte ihn zuerst in meiner Lampe, aber an dem Tag war ich irgendwie busy und konnte nicht so richtig und war, glaube ich, auch nur so ein Testerli. Also es war nur so ein Brocken oder so. Ich habe ihn nicht so wirklich wahrgenommen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt gibst du ihm nochmal eine Chance und machst ihn richtig in die Lampe, ne? Mit der Dosierung, die du immer nimmst. Und wirst ihm noch mal die Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, die er eigentlich ja auch verdient. Ne? Also gedacht, getan. Er war in der Lampe und Leute, boah, es ist schon jetzt, wenn ich an ihn denke und an ihm schnuppere, es ist für mich leider ein absoluter Kopfschmerzduft. Der haut dich um, der ist so intensiv da, das ist so ein bisschen, als würdest du wie so gegen so eine Wand laufen und denkst so, oh, was ist denn hier los? Ne? Also der ist so intens, also, oh, der ist heavy shit, ne? Also den muss man zu nehmen wissen, da muss man nur die Harten kommen im Garten, ne? Also das ist schon, der ist schon heavy, ne? Und viele von euch haben mir ja auch geschrieben, dass sie ihn auch nicht aushalten und auch Kopfschmerz oder einfach zu penetrant irgendwie ist, ne? Er hat sowas penetrant cremiges, was ja, was ich nicht gut haben kann, ne? Leider kein Duft, der noch mal bei mir einziehen wird, der wandert weiter. Eindeutig wandert er weiter. Ich habe nämlich noch was von ihm hier.
Und er wird auch nicht nochmal einziehen. Er ist jetzt auch nicht im Club gelandet. Ne? Er ist jetzt raus. Ich glaube, der ist rausgegangen. Ne? Jetzt zum Frühling, Sommer. Ich glaube schon, dass er uns verlassen hat. Leider nein, leider gar nicht. Dann habe ich jetzt hier aufgebraucht. Angel Experiment 624. Die Stitch Arena ist leer gegangen bei mir. Passt heute auch super zum Outfit. Ne? Seht ihr es? Match made in heaven. Jedenfalls ist der ja gehypt. Ne? Ganz viele lieben ihn und haben ihn im Club. Und als er jetzt wieder kam, haben sie ihn geliebt und haben sich gefreut. Und ich kann es verstehen. Es ist wirklich ein richtig schöner Kaubonbon-Duft. Ne? So Erdbeere, Himbeere, fruchtiges, süßes, bieriges Kaubonbon. Ne? Da ist ein richtiger Blumenzieher. Ich kann mir vorstellen, dass die süßen Zuckernasen den absolut lieben. Die Performance ist auch super. Aber ich finde ihn irgendwie in der Lampe. Ich weiß nicht. Er holt mich irgendwie nicht ab. Ne? Er ist so da und er war mal so vor sich hin. Und ich denke mir so, ja, ganz nett, ne? Aber es ist nicht so ein, ist einfach nicht so ein Umreißer. Und ja, es ist auch so ein Disney-Duft, also super teuer, ne? Fast ein Zehner. Und von daher habe ich ihn jetzt aufgebraucht. Ich fand ihn ganz nett, aber er wird nicht nochmal einziehen, weil keine Liebe, ne? Was soll ich sagen, ne? Das ist keine Liebe und dann muss man auch sich verabschieden können, ne? Platz um was Neues zu machen. Hier leider auch. Keine Liebe. Ich bin so traurig. Ich dachte eigentlich, ich würde mich Schock verlieben. Und zwar Cashmere Peer. Auch einer von den Bring Back My Bars. Ne? Ich, im Kaltschnuppern finde ich ihn noch ganz nice. Da finde ich, kommt das Cashmere, dieses kuschelige, süß, naja, nicht so süß, aber dieses kuschelige, vanillige Cashmere, parfümig, kommt schon echt schön raus. Und dann so eine Birne, so eine süße, ganz leicht künstliche Birne, aber wenn der warm ist, ist Kaschmir fast weg und ich habe einfach nur noch so eine penetrant süße künstliche Birnennote. Er ist auch nicht so, dass ich, es ist auch kein, wie soll ich sagen, in dem Fall war es ja ganz gut, dass er nicht so ein Powerhouse ist. Ich finde ihn nicht sehr intensiv. Er wabert so dezent und sehr nichtssagend durch den Raum und wenn man ihn dann doch mal irgendwie erschnüffelt, ist halt so eine süß künstliche Birne und denkst dir nur so, ja, ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen negativ heute, ne? Aber es ist, wie es ist, Leute, der hat, konnte mich einmal nicht so catchen, ne? Aber jetzt kommt gleich einer, den ich schön fand. Ja, Cashmere Peer war leider eine Enttäuschung, ne? Und viele von euch haben ja auch geschrieben, für sie auch. Irgendwie hatte ich mir mehr vom Cashmere Peer erhofft, weil der Name klingt schon irgendwie so, als könnte man sich so richtig verlieben, ne? Aber naja, manchmal ist es eben nicht so. Dann ein Chätzchen, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass mir der so gut gefallen würde, aber ich fand ihn traumhaft schön. Und zwar der Apple and Cinnamon Sticks. Erstmal total siefig hier, ne? Weil voller Duftöl wahrscheinlich, keine Ahnung. Und man denkt jetzt, ja, Apfelzimt, naja, ist jetzt so dran, aber auch nicht neu erfunden. Ja, das ist schon so. Apfelzimt, aber ich finde, im Warmen kommt der so, dieser rote, süße, fruchtige, leicht herbe rote Apfel, kommt der so schön raus. Und es ist irgendwie nicht so eine süße, würzige, zuckrige Zimtnote, sondern ist so eine ganz leicht holzige, geerdete, unaufgeregte Zimtnote. Und die beiden zusammen sind einfach so nice. Und ich finde, der ist echt toll abgemischt. Ich finde den richtig schön. Ich habe ihn jetzt die letzten Monate oft gedüftelt, obwohl er mich für mich, glaube ich, auch so richtig perfectly in den Herbst passen würde. Weil es ist einfach, ja, dieser rote Apfel und dann dieser erdige, leicht gemütliche Zimt. Das ist ja auch Cinnamon Sticks, also ist ja auch die Zimtstange, ne? Es ist wirklich, hat wirklich so diesen leicht holzigen Hint auf. Ich finde ihn schön. Ich fand ihn richtig schön. Apple and Cinnamon Sticks, da könnte ich mich hinreißen lassen, wenn es die nächstes Jahr gibt, mir da ein paar zu holen, ne? Fand ich richtig nice, ne? Obwohl man jetzt vom Namen her denkt, naja, ist okay, ne? Kann man machen. Aber ich fand den richtig gut. Dann als nächstes haben wir die Pineapple Rose, hatte ich euch ja schon mal was zu erzählt. Das war der Duft vom Januar, Scent of the Month im Januar. Und ja, es ist man muss eine Rosenmädchen sein. Sagen wir mal, wie es ist. Die Pineapple, die Ananas kommt ganz dezent raus.
Wenn er warm ist, 20-30% Ananas, der Rest ist einfach Rose. Hello, hier bin ich. Ich bin die Rose. Ne? Das ist der Star des Duftes und du musst Rose lieben, um den Duft schön zu finden. Ne? Die Ananas wabert da wirklich nur so als leichter süß-säuerlicher Aspekt im Hintergrund rum und ansonsten ist es die florale, bam, hier bin ich Rose. It is, wie es ist. Ich liebe Rosendüfte, von daher mag ich diesen Duft auch. Er bleibt jetzt nicht so furchtbar lange bei mir, ein Tag, dann ist er aber auch, ne, gone, so. Könnte ein bisschen länger, aber es ist okay. Ich komme damit gut klar, ich habe auch noch ein paar hier. Ich freue mich, ihn im Frühlingssommer, glaube ich, nochmal zu düfteln, weil er ist wirklich schön, schöner, fruchtiger Rosenduft, aber ohne diese penetrante, süße Pfingstrosen-Pfirsich-Moment, sondern eher durch so eine spritzige, säuerliche Ananas. Nice. Mag ich sehr gerne, die Kombination. Fand ich gut. Dann ein, habe ich den? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe ihn zweimal leer gemacht. Und zwar der Gimme Candy. Ich liebe den Gimme Candy. Es war, glaube ich, Scent of the Month im Oktober. Oktober war der, glaube ich, ne? Oh mein Gott, ich finde ihn so geil. Ich finde ihn so wundervoll, ne? Ich weiß, ganz viele hassen ihn. Es ist wirklich ein richtiger Hater-Duft, habe ich das Gefühl. Ganz wenige lieben ihn. Und ich gehöre zu denen, die ihm verfallen sind. Ja, es ist Candy Corn, aber es ist nicht so ein süß-säuerliches, helles Candy Corn, so wie der von Goose, sondern es ist so ein karamelligeres, schlotzigeres, leicht würzigeres Candy Corn. Ja, er hat schon so einen leichten Hint auf was Muffiges, aber noch gerade so, dass ich es nice finde. Und einfach diese Karamellnote ohne Maggi. Ich habe ihn ja auch so eine kleine Maggi-Nase und da ist kein Maggi drin. Und dann mit diesem karamellisierten Candy-Corn, so dieses Zuckrige und diese Melange auf allem, was... Oh Gott, der ist einfach so gut und so kuschelig und so warm und so weich und so da. Und ich liebe den Gimme Candy, ne? Ich liebe ihn, wenn er in der Lampe ist. Denke ich immer, oh, riecht das hier köstlich bei mir, ne? Er ist ordentlich intensiv und er ist da und man muss sowas schon mögen. Aber ich finde ihn nice, ne? Ich finde ihn ganz, ganz klasse, ne? Großes Kino. Dann habe ich leer gemacht, auch einen richtigen Festtags, kalter Tags, Winterduft, der Joy and Wonder. Der kam vorletztes Jahr ja in der Festival, Holiday, Lights, Collection, whatever, sind ja da so viele verschiedene, kam der in so einem Dreierbundle mit raus. Und ich liebe den Joy and Wonder. Ich hatte auch ganz lange im Office die Duftblume stehen. Fast ein Jahr, die halten sich bei mir ewig, die Teile, keine Ahnung. Und jetzt durften nochmal die Bars einziehen und auch die Pots. Da gab es irgendwie so einen Flash-Sale, der war für ein Apfel und ein Ei, haben sie einem den nachgeschmissen. Und oh, ich liebe einfach diesen Kirsch-Johannisbeer-Vanille-Marzipan-Würzduft. Ich finde den, diese fruchtige Komponente da drin, ja, ich rieche immer Johannisbeere und Kirsche. Ist so schön, hat wirklich so was Festliches, so was Wohliges einfach so. Und dann durch dieses Fruchtige, oh, ich finde den richtig, richtig schön. Ich liebe den Joy and Wonder. Ist auch ein ganz guter Performer. Ich würde ihn so im Mittelfeld einordnen. Ist jetzt nicht Powerhouse, aber ist auch nicht sehr dezent, sondern wirklich angenehm in der Mitte. Er ist schön da und oh, ich freue mich immer, wenn er durch meine Räume wabert. Ne? Ich finde den... Ist für mich mittlerweile schon so ein kleiner Classy by Sensi geworden, weil der für meine Nase echt, echt gut geht. Dann als nächstes, wir machen erstmal den. Das war hier noch so ein Rest vom Winter-Weihnachten, den ich jetzt aufgedüftet habe. Und zwar der Season of Magic. Ich glaube, ich habe hier nochmal irgendwo Season of Magic leer gemacht, ne? Ich glaube, den hatte ich nochmal so als... Ja, hier. Hatte den auch nochmal so als Würfelchen. Und ich muss sagen, also es ist ein Tannenduft, ich zeige ihn euch erstmal, es ist ein Tannenduft, ein bisschen was Fruchtiges drin, Beeren, ein bisschen was Zuckriges, ich glaube Zuckerfäden oder so. Aber irgendwie, jetzt, so als ich das letzte Mal gedüftelt habe, ging er mir auf den Keks. Weil er irgendwie auch so eine gewisse Cremigkeit hat, die mich irgendwie ein bisschen genervt hat. Vielleicht ist für mich jetzt einfach auch die Zeit für Tanne vorbei, ne? Ich bin jetzt gut damit und... Ich brauche jetzt einfach wieder so ein Jahr, um mich darauf zu freuen, um das wieder ertragen zu können. Wisst ihr, was ich meine? Manche Düfte haben so eine gewisse Periode im Jahr, wo sie echt nice sind, wo sie schön sind, wo man sie feiert. Und dann sind sie aber auch weg. Dann sind sie weg, man muss sich erholen davon, man muss die Nase wieder auf Reset setzen in der Zeit. Und dann freut man sich aber auch, wenn man sie wieder rausholen kann. Und bei dem habe ich jetzt gemerkt, ich bin über den Zenit einfach und er nervt mich. Dabei liebe ich den eigentlich, aber ja...
Ich war jetzt echt gesättigt vom Season of Magic von Sansi, diesen Mickey Mouse Duft. War ich jetzt durch mit. Aber ist jetzt auch leer, ne? Nächstes Jahr probieren wir es wieder. Und dann habe ich noch zwei von den Valentinstags-Düften aufgebraucht. Und zwar den Clementine Blossom und den Pink Sunshine. Der andere Sunburst Guy, ich glaube, den werde ich euch nächsten Monat zeigen. Ich habe alle drei habe ich ins Schlafzimmer verbannt, um sie da zu düfteln, weil hier im großen Wohnzimmer nämlich sie einfach nicht intensiv genug war. Die sind für mich alle drei sehr dezent und alle drei sind doch nicht im Club. Also ich habe sie gedüftet und da bin ich auch gut damit. Clementine Blossom. Ja, Clementine Blossom. Ist halt so ein bisschen was Zitrisches, was Mandariniges, was Nektariniges, so ein bisschen fruchtig. So ein bisschen was Hellblumiges, vielleicht ein bisschen Jasmin oder so, war was damit. Ja, ich finde den nicht so spektakulär. Ne? Der ist ganz hübsch, der ist ganz okay. Aber jetzt nichts, was ich nochmal irgendwie bräuchte, was mich umreißt, wo ich sage, boah, what a performer, ne? War okay, aber ist jetzt auch okay. Und dann der Pink Sunshine. Ja, Pink Sunshine. So was Fruchtiges. Ich glaube, der war auch ein bisschen Rosenmilch. Der hat irgendwie so leicht herben floralen Moment, den die Rose ja öfter mitbringt. Irgendwie ganz nett, aber irgendwie ist da auch was, irgendeine Frucht drin. Ich weiß nicht, auch wieder so Pfirsich, Nektarine, irgendwie sowas. Was ihn für mich auch wieder so ein bisschen, ich weiß nicht gemeint, also ein bisschen gewöhnlich macht. Und hier konnte mich auch wieder die Performance überhaupt nicht überzeugen. Ich weiß auch nicht, die Valentinstag, war aber auch schon letztes Jahr bei der Valentinstagskollektion so. Ich weiß nicht, ob die so ein bisschen dezenter gemacht sind. Irgendwie, I don't know. Komisch irgendwie nicht so ran. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, wenden wir uns mal. Oh mein Gott. Den unzähligen Sensi-Tütchen zu, die hier neben mir liegen. Machen wir erstmal die Frühlings-Collection, die Frühlings-Sommer-Collection durch. Machen wir erstmal, ne? Und dann zeige ich euch noch was so random, wenn mir in die Lampe durfte. Und zwar einmal der Lake My Day. Ja, wie schon vermutet, ein sehr maskuliner Duft. Maskulin, Rasierschaum, so ein bisschen krautig. Not my cup of tea. Er war okay, Performance war auch ganz okay, glaube ich. Der war in Ordnung. Hat mich aber wirklich nicht umgerissen. Ne? Ist halt so maskulin, aquatisch, Duschgel, Rasierschaummäßig. I don't know, ob man das so braucht. Dann hatte ich hier, ach ja, den Mango, ich blende euch die Dings ein, dann könnt ihr euch das angucken. Das war der Mango Matcha. Oh, ich habe mich so auf diesen Duft gefreut, ne? Weil es war wirklich so eine Mango mit so einem leichten Matcha-Moment, mit diesem Grünteepulver und so fruchtig und frisch und spritzig und ja, warm kam. Ich habe den einfach nicht wahrgenommen, ne? Ich habe den nicht wahrgenommen. Keine Ahnung, könnt mir gerne mal schreiben, wie es bei euch ist, aber der war für meine Nase sowas von Nullnummer. Sehr schade, weil ich fand ihn eigentlich kalt sehr, sehr schön. Ne? Da war ich traurig. Da war ich sehr traurig, dass ich den so gar nicht wahrgenommen habe. Der Silk & Race ist auch im warmen, so ein sonnengetrockneter Leinenduft. Hat so ein bisschen was säuerlich, ein bisschen was herbes, sehr frische Wäsche. Ja, auch so ein bisschen Orangenblüte, würde ich sagen. Schwabert da auch noch mit, gibt so diesen cleanen Touch. Also wer so eine Düfte mag, der ist hier genau richtig. Performance war auch ganz in Ordnung, aber meins ist halt nicht. Ne? Ihr wisst ja, so frische Wäsche und ich und auch noch sonnengetrocknetes Leinen und ich. Schwierig, ne? Sehr schwierig. Aber wer solche Düfte mag, der ist hier genau richtig und kriegt eine gute Performance. Ach, der Mountain Sunset, ja. Da bleibe ich dabei. Der erinnert mich an, wie ist er denn jetzt nochmal? Sunset Coconut oder irgendwie so, ne? Ich hatte es euch ja in meinem Sensi-Video eingeblendet. Der riecht für mich auch im Warmen so. Es ist halt so eine parfümige Amber,
Kokosnuss, so ein bisschen holzig, so ein bisschen dumpf, so ein bisschen schwer, sehr parfümig. Ist nicht so meins, weil ich hatte ja, hatte ich ja auch erzählt, ne? Ich hatte mal so einen Badreiniger, Coastal Sunset. Coastal Sunset heißt der, glaube ich. So ein Badreiniger in der Duftrichtung und seitdem verbinde ich das damit einfach. Und deswegen glaube ich, kann ich dem Duft auch einfach nicht gerecht werden, weil ich immer diese Assoziation in meinem Kopf habe. Er ist nett, aber es ist jetzt nicht so ein Kokosnussduft, wo ich sage, oh mein Gott, I need it. Weil ja, er ist für mich sehr ähnlich zu dem anderen und aber für Kokosnussnasen, ja, Performance war in Ordnung. Sugar Blossom fand ich sehr schön. So süß-zuckrige Blüten, so ein bisschen was Fruchtiges fand ich auch drin. Sehr süß, sehr gefällig, so Pink Sugar-mäßig, gute Laune-Duft. Also ich glaube, mit dem, wer so eine Art Düfte mag, der, der ist schön. Süß-zuckriger Duft. Den werde ich mir, glaube ich, auch noch mal im Full-Size-Bar holen. Performance war auch in Ordnung. Den mochte ich, den Sugar Blossom. Den Banana Leaf in Bamboo. Den fand ich richtig schön. Ich muss mich ganz kurz überlegen. Den fand ich richtig schön. Das war so ein richtig grüner, frischer Duft. Und trotzdem hatte der so eine liebliche Note, als würde es wirklich so Bananenblätter, als würdet ihr die wirklich riechen irgendwie. Die hat mich auch so im Warmen so ein bisschen an den Avocado in Sea Salt erinnert, durch diese liebliche Note, aber nicht ganz so grün. Und ja, den fand ich sehr schön. Ich glaube, im Sommer wird der richtig gut kommen, wenn es so warm ist. Kühlt ihr den Raum runter. Performance war Wahnsinn. Wunderschön. Richtiges Powerhouse. Also, wer so eine Düfte mag, Banana Leaf in Bamboo, kann ich empfehlen. Den Tropic Nectar fand ich auch sehr schön. So ein richtig tropischer Fruchtduft, sehr süß, sehr spritzig. Mit dieser, so ein bisschen was Blütiges, ich weiß gar nicht, war da Frangipani drin, aber irgendwie so eine tropische Frucht, Guava oder all sowas, ne? Sowas leicht sämiges. Fand ich nett. Für den Sommer, glaube ich, kann ich mir den gut vorstellen. Der war schön, die Performance war auch in Ordnung. Tropic Nectar kann man machen. Peace Lily Be With You. Das war so ein floraler Duft. So süßliche Blüten, so floral, ein bisschen was Frisches, Helles. Aber irgendwie hatte der für mich so ein bisschen was von günstigem Raumerfrischer. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so sprüht, so ein Raumerfrischer, wenn ihr irgendwie so random irgendwo in irgendeinem Badezimmer oder auf irgendeiner Toilette seid und dann so diesen Raumerfrischer habt? So ein bisschen hat er irgendwie so was Günstiges für mich. Performance war so okay, würde ich mir nicht holen. Peace Lily, no. Die Lilie, die Friedenslilie und ich leider nein, leider gar nicht. Und was haben wir hier noch? Wartet mal. Hat sich hier so ein bisschen verkrüngelt. Was haben wir hier? Woodland Meadow. Woodland Meadow. Hier war, glaube ich, so ein bisschen was Krautiges, so ein bisschen was Maskulines. Aber ich glaube, ich fand den warm schöner als kalt. Hatte. Also ja, er ist krautig, er ist so ein bisschen maskulin und ein bisschen was grasiges, so eine Blumenwiese, so eine grasige Blumenwiese. Aber er hat auch so einen leichten Creme-Moment, der das Ganze so ein bisschen runder und gefälliger für meine Nase gemacht hat. Ich fand den warm ganz schön, glaube ich. Dem könnte ich vielleicht nochmal einen Try geben, aber hat mich jetzt auch nicht umgerissen, ne? In meinen Grundfesten erschüttert. Und dann haben wir hier noch den Raspberry Hibiscus Tea. Random Duft einfach. Raspberry Hibiscus Tea. So ein bisschen fruchtig, so ein bisschen floral, so ein bisschen spritziger Tee, so Bergamotte. Ja, ist ganz hübsch gewesen, aber wirklich jetzt nichts, was mich hinterm Ofen vorlocken würde. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ja. Habt schon gemerkt, die neue Kollektion war für mich eher durchwachsen. Ein bisschen enttäuscht. Da hätte ein bisschen mehr rumkommen können. Von der Performance hätten sie einfach mehr abliefern können. Auch bei den Düften, die mir gefallen haben. Da hätten so ein paar ein bisschen mehr Wumms haben können und so ein bisschen uniker sein können. So ein bisschen, weiß ich auch nicht. Haben mich einfach nicht so abgeholt, die neuen Düfte von Scentsy. Sie haben zum Glück ja noch viele
alte, ne, Standarddüfte oder mit, die jetzt im Sortiment zurückgekommen sind, die ich liebe. Aber ja, jetzt so von den neuen. So, was haben wir noch gedüftelt? Hatte ich hier so ein Sensi Brick Würfelchen, den Spiced Eggnog. Von dem habe ich irgendwie nicht so viel wahrgenommen, ehrlich gesagt. Der war hier an und irgendwie ist der an mir vorbeigewabert. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich fand den so ein bisschen nichtssagend. Irgendwie so ein bisschen würzig, so ein bisschen, ja, es war so ein bisschen nichtssagend. I don't know. Würde ich mir nicht nochmal holen. Dann hatte ich von Sensi den Daydream Oasis und den Summer Holiday in meiner Lampe. Und das sind ja so Düfte, die gehen für mich so in die gleiche Richtung irgendwie. Daydream Oasis, oh, ist einfach ein wunderschöner, grüner, frischer, wässriger, leicht floraler Duft, der einfach, der ist nice, ne? Der schreit Sommer, der holt alles so ein bisschen runter, der erfrischt dich, der macht irgendwie gute Laune, der ist so unbeschwert. Daydream Oasis aus dem letzten Jahr. Liebe ich, finde ich ganz, ganz toll. Habe ich auch noch was hier. Genauso mit Summer Holiday. Den finde ich auch richtig klasse. Wie gesagt, geht für mich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Der ist hier noch so ein bisschen, der hat auch was Süßes, Frisches, Wässriges, aber der hat auch noch so was Lieblicheres. Da kommt irgendwie mehr so was Blütiges durch und der ist so cremig und gefällig und ach, der ist einfach schön, ne? Der ist einfach ein richtig schöner Duft, den ich echt liebe, ne? Summer Holiday. Der schreit irgendwie Sommer. Ich weiß auch nicht. Der ist richtig nice. Dann hatte ich noch von Sensi We Are All Mad Here. Das ist dieser Alice im Wunderland Duft mit der Grinsekatze. Ja, das war so ein bubbly, sprudeliger Beerenduft. Fruchtig. Der war nett, der war hübsch, der war schön, der war auch von der Performance schön, der hat mir gefallen. Ich würde mir jetzt nicht das Bar holen, aber wenn nochmal irgendwie was einziehen sollte, würde ich den gerne wieder düften, weil der war nett. Ne? Der hat mir gut gefallen, der war in Ordnung. We are all mad here. Fand ich gut. Und dann hatte ich hier noch, warte, muss ich mal gucken, was das hier war. Das war einer von diesen Blindschnupperdüften, den ich jetzt mal wieder in der Lampe hatte. Wartet mal. Den Halloween Town habe ich gedüftet. Der Halloween Town ist ja aus dieser Nightmare Before Christmas Collection von Sensi, diese Halloween Düfte. Und es ist mir der liebste aus der Reihe. Es gibt ja noch den Jack's Obsession, den Roller on the Dice. Oh Gott, wie widerlich. Sorry. Und halt den Halloween Town. Ich glaube, das sind die drei aus der Halloween Nightmare Before Christmas Reihe. Und den hier finde ich schön. Das ist für mich so eine dunkle, mystische, saftige Pflaume. Ich weiß gar nicht, ob Pflaume gelistet ist. Ich glaube, Brombeere ist das eigentlich. Aber es hat so eine foodie, gebäckige, flotzige, sirupartige, mystische, habe ich schon gesagt, ne? Pflaume. Ich finde ihn einfach schön und er passt auf wie Arsch auf Eimer zur Halloween-Zeit einfach. Aber jetzt hatte ich nochmal Bock auf ihn und ich hatte hier noch sowas im Tütchen und dachte mir, komm, rein in die Lampe, weil an so einem kalten, nassen, grauen Tag geht das ganz gut, ne? Da kann man sich den gönnen. Leute, wir haben Sensi erledigt. Wir atmen kurz durch. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den restlichen Düften. So, meine Lieben, wir machen weiter mit ein bisschen Country und Kringle Candle. Da hatte ich nochmal so richtige Weihnachtsdüfte in der Lampe. Und zwar den Holiday Cake. Einfach, weil er mich interessiert hatte und ich jetzt noch wissen musste, wie der schnuppert. Und es ist wirklich wie so ein Kuchen oder wie so ein Kuchenteig so ein bisschen mit sehr viel, kennt ihr dieses Orangiat oder so, wie das heißt? So diese Orangenzeste. Also er hat einen sehr orangigen, kandierte Früchte-Moment mit so ein bisschen teigig Foodie. Fand ich irgendwie ganz nett so. Ich hatte ihn in der Küche an. Und da hat er mir echt gut gefallen, der waberte vor sich hin. Ist jetzt, ja gut, durch die kandierten Früchte hat er schon so einen weihnachtlichen Moment, aber es ist für mich einfach so ein richtig schöner, süßer Foodie-Duft, der jetzt gut in die kalte Jahreszeit für mich gepasst hat. Performance war top, Holiday Cake
Mochte ich sehr gerne. Und welchen ich auch richtig gut fand, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, der Christmas Cabin. Label ist mal wieder wunderschön. Das ist halt eigentlich so ein ganz typical Weihnachtsduft. Sehr würzig, sehr fruchtig. Wie so ein Früchtepunsch geht auch so ein bisschen Christmas Cottage von Sansi so, ne, in die Richtung, dass ihr eine Vorstellung habt. Aber irgendwie fand ich im Warmen kamen diese Früchte, keine Ahnung, Cranberries, Beeren, so was weihnachtlich, kam irgendwie sehr schön raus. Ich fand die sehr rund, sehr angenehm. Performance war klasse. Ist halt so ein typical Weihnachtsduft, ne? Den kann man zu der Zeit gut düften. Ich würde mir jetzt kein großes Glas holen, weil so eine Düfte hat man immer mal irgendwie, ne? Die sind halt so eine random Weihnachtsdüfte. Aber ich fand ihn sehr schön gemacht und wenn ich den mal wieder habe, werde ich ihn zur Weihnachtszeit sehr gerne düfteln, weil in seiner Art fand ich den nice. Den Christmas Cabin und nicht, wie ich zuerst dachte, ne? Bei Cabin habe ich immer Angst, so nach muffiger, modriger Holzhütte, ne? So nach maskulin und alles, was so erdig und holzig ist, ne? Ist gar nicht der Fall, sondern wirklich so ein schöner, würziger Duft. So, dann durfte ein bisschen Goose Creek in meine Lampe. Und zwar Vanilla Pumpkin Waffle durfte hinein. Habe ich jetzt den Rest aufgebraucht. Ich fand ihn beim ersten Andüfteln schöner. Jetzt ging er mir irgendwann auf den Keks. Er ist schon sehr foodie, sehr schlotzig, sehr vanillig. Ihr habt richtig so dieses Vanilleextrakt, was da so rauskommt. Sehr cremig, sehr süß und das alles war mir irgendwann zu viel, ne? Zu viel. Ich bin ja auch nicht so Frau Superfoodie-Nase, wisst ihr ja, ne? Ich bin bei Foodie-Düften ein bisschen pickier und mir gefallen nur ein paar. Aber die liebe ich dann auch abgöttisch. Und bei dem hier wird wohl keine Kerze einziehen. Der war mir einfach ein bisschen too much, ne? Ein bisschen zu cremig, ein bisschen zu schlotzig, ein bisschen zu drüber. Ja, Vanilla Pumpkin Waffle, ja, ist schon heavy shit, ne? Das ist schon für die fortgeschrittene Foodie-Düftelnase. Jetzt noch einen von den Foodie-Düften, den ich mein Herz geschenkt habe, ne? Den ich liebe und den ich euch auch nur leer gemacht habe, weil die Kerze hier bei mir wohnt. Ne? Und zwar ist die Rede vom Apple Cheesecake Cupcake. Ihr wisst es, wenn ihr meine Videos schaut. Ich liebe diesen Duft. Ich finde den einfach so wundervoll. Oh mein Gott. Es gibt so Düfte, die werden einfach nicht weniger schön. Je öfter mal einen riecht, die sind immer gleich nice, ne? Und ihr habt ja einfach diesen säuerlichen, spritzigen grünen Apfel und dann dazu diesen schlotzigen, milchigen, quarkigen, auch leicht säuerlichen, aber doch süßen Käsekuchen und dann noch so eine crunchy Keksboden Hintergrund, you know? Der ist, hat so dieses säuerliche, hellspritzige, aber trotzdem hat er noch diesen süßen, schlotzigen Moment. Und diese beiden Welten, so, wenn die sich treffen, die balancieren sich aus, Leute. Und die sind einfach nur so yummy. Ich liebe diesen Duft, ne? Ganz großes Kino. Ich bin ja sowieso ein Apfelmädchen, aber ein Apfelkäsekuchenmädchen. Dann müsst ihr, wenn ihr, ne, eins von beiden mögt, müsst ihr mal. Ich finde den klasse, ich finde den Traum schön. Darf bei mir nicht fehlen, weil ich vergöttere diesen Duft. Wunderschön. Dann kommen wir zu einem Duft, wo ich weiß, dass viele von euch ihn vergöttern, und zwar den Sunday Drive. Ich glaube, für viele ist der so der Frühlingsduft, ne, wenn es so losgeht. Ich glaube, ist auch Mohn drin oder denke ich das immer nur, weil es auf dem Label ist? Boah, nee, Leute, nee. Der ist wirklich 150%, ne? Der ist sowas von da, der schreit sowas von laut, Hallöchen, hier bin ich, ne? Rieche mich. Der ist mir zu heavy, ne? Der ist so intensiv und das ist für mich so eine richtig schwere, florale, penetrante Note. Ich weiß nicht, der ist für meine Nase.
Wir beide können nicht gut, der Sunday Drive und ich bin jetzt froh, dass ich den leer habe. Keine Kerze, kein Clamshell wird hier einziehen. Der ist mir einfach zu schwer und gerade für den Frühling, da brauche ich Leichtigkeit, ne? Da will ich leicht, da will ich unbeschwert und der ist so für mich so richtig drückend, so. Ich weiß auch nicht, ich komme mit denen nicht klar. Für alle, die ihn feiern und lieben, ich freue mich für euch, dass ihr ihn so wertschätzen könnt. Für mich geht er irgendwie gar nicht. Es wird voll. Nee, es muss, ich muss da neben stapeln. Oh Gott. Und dann einer, der für mich auch gar nicht geht, das wusste ich aber eigentlich schon beim ersten Anschnuppern, hatte ich euch auch gesagt. Der Warm Tangerine and Pomander. Das ist einer von den neuen Winterdüften von Goose Creek. Und ich wusste schon beim Anschnuppern, ich habe den auch in der Küche verduftet, immer dann, wenn ich irgendwie gekocht oder gebraten habe, um diesen Geruch einfach zu clearen, ne? Um es so frisch und klar nach Orange, nach Raumerfrischer, nach Putzmittel riechen zu lassen. Denn danach riecht der für mich nach so einem richtigen orangen Putzmittel. Ja, war okay. Wie gesagt, in der Küche, wenn man gekocht hat, kann man so eine Düfte ja ganz gut gebrauchen. Aber so als schönen Raumduft würde ich mir den eher nicht anmachen. Ne? Performance war wieder klasse. Goose Creek haut euch immer alles um die Ohren. Ne? Die sind, da kann man wirklich nicht meckern bei Goose. Ne? Da wisst ihr, könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass die gut intensiv da sind. Nur leider nicht mein Duft. Jetzt aber, Leute, jetzt zeige ich euch ein richtiges Schätzchen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Marke auf dem Schirm habt, ob ihr den Duft auf dem Schirm habt und wenn ja, welche Düfte ihr von der Marke noch empfehlen könnt. Ich hatte drei Düfte hier bei mir, die habe ich mal gewonnen vor Ewigkeiten, vor 2 Jahren. Habe ich bei einem Gewinnspiel von der lieben Katharina vom Kanal Da Linka. Leider gibt sie nicht mehr. Oh Gott, die war meine Queen. Als ich mich dafür so angefangen habe, mich so für Düfte und so zu interessieren, habe ich ihre Videos gesuchtet, weil sie so, ich glaube, ihren Kanal gibt es gar nicht mehr. Ich weiß es, nee, ich glaube nicht. Weil sie einfach die Queen of Yankee und Village war. Sie. Gott, kannte die Frau sich aus, ne? Oh, ich habe und ihre Art einfach, ich habe sie gefeiert, ne? Sie war auch immer so on fleek und jedenfalls, ich habe ihre Videos geliebt. Long story short, ich habe die immer geguckt, ne? Ich habe die so geliebt. Leider gibt die nicht mehr. Ich erinnere mich noch, das war noch in meiner Stillzeit, ne, mit dem Räuber. Und das sind ja noch so kleine. Ich habe den kleinen gestillt und es kann ja manchmal dauern. Dann liefen dabei immer ihre Videos und ich habe die geguckt und ich fand sie toll. Ne? Ja, kleine Storytime am Rande, ein bisschen private Infos, weiß ich jetzt nicht, ob es euch so interessiert. Jedenfalls habe ich einen Bundle von den Düften von Woodbridge bei ihr gewonnen. Die hatte damals die Marke vorgestellt und da waren drei Düfte drin. Das war hier der English Pear and Freesia, das war der Morning Dew. Und es war ein Rosenduft, ein floraler Blumenladen Rosenduft. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da war auch so ein Blumenstrauß drauf mit Rosen. Der war nicht so meins, weil der eher so Blumenladen, so Schnittgrün war, anstatt nur Rose. Der Morning Dew. Traumschöner, wirklich so Morgentau, so frisch, so blau, so leicht, so blütig. Morning Dew. Empfehlung, ist schon lange leer bei mir. Und der English Pear and Freesia, der ist jetzt leer geworden. Weil ich die letzten Brocken wirklich gehütet habe. Viele Duftfeen benutzen auch diese Duftkombi, aber ich finde von Woodbridge, das ist wirklich, ihr habt so diese, auch so diese Birne, diese noch ein bisschen grüne, herbe Birnenschale, aber trotzdem so eine gewisse süße, säuerliche Spritzigkeit, so von so einer richtig knackigen Birne und dann diese hellen, unbeschwerten, leichten Blüten von der Freesia. Match made in heaven. Ich liebe diese Duftkombination. Ich liebe sie für den Frühling. Einfach nur Traum, traumschön. Jetzt ist er leer. Und das wäre wirklich nochmal so, wo ich überlege, da könnte eine Kerze einziehen. Ich glaube, Woodbridge gibt es die noch. Nicht so richtig. So, meine Lieben, die Kamera ist ausgegangen. Ich quatsche schon wieder zu lange. Jedenfalls, der English Pear, hupala, der English Pear and Freesia, traumschöner Duft. Sagt mir gerne mal, was ihr von der Marke haltet und welche ihr empfehlen könnt. Oder vielleicht, wo man auch günstig an Gläser kommt. Ne? Weil bei dem, ach, da könnte ich echt nochmal schwach werden. Oh, der ist schön für den Frühling. Ich finde den richtig, richtig, richtig klasse. So, meine Lieben, jetzt widmen wir uns
den hält mir Düften. Oh, jetzt bin ich wieder sehr hell, oder? Warte mal. Schauen wir mal ein bisschen. Tun wir uns mal hier mal ein bisschen runter. Oh, ist immer noch hell, ne? Mal so, ich sage euch, ne? Das Licht macht, was das will. Oh, so ist okay, ne? Also, ich habe ein bisschen Eisflower in meiner Lampe gehabt. Einmal Lavendel, Honig und Kamillenblüte. Den fand ich ganz, ganz hübsch. Den fand ich ganz schön. Das war halt so, ja, so ein Lavendelduft mit so einer leicht kuscheligen Kamillenblüte. Den mochte ich gerne. Der war schön. Der Soulmate, upala, ich weiß ja, dass meine liebe Burschen diesen Duft vergöttert und einer ihrer liebsten Icy's ist. Ich fand den auch schön. Der war schön kuschelig. Der war gemütlich. Ja, der war ganz nett. Der war schön. Aber es ist nicht so, dass ich mich da jetzt verausschenkeln würde. Ne? Das war okay. Kann man machen. Genauso Kokoszucker und Vanille. Den fand ich ganz schön. Den hatte ich von Caro bekommen. Den hatte ich in der Küche an. Da waberte der so angenehm, nett vor sich hin. Fand ich in Ordnung. Ne? Das kann man machen. Sehr süß, sehr zuckrig. Ja, so eine cremige Kokosnuss, da war schon irgendwie da, aber so dieses süß-zuckrige stand für mich eindeutig im Vordergrund. Dann hatte ich absolutes Schätzchen und absolut nice. Ist der Sleepy Head. Der Sleepy Head fand ich richtig schön von Wachsmagie. Das war so eine richtig schöne, krautige, Lavendelnote mit so einem Kick auf was Zitrischem dabei und so eine cremige Vanille, die das Ganze so miteinander verwoben hat und einfach so ein richtig geiler, richtig nicer Wellnessduft. So sollte es in einem Wellnesshotel riechen. Oh ja, genau so. Entspannung pur, wunderschön. Also von dem war ich richtig angetan. Und den würde ich mir auch nochmal holen, den Sleepy Head. Ich liebe ja auch ihren Pyjama-Party. Also ich finde, Andrea kann richtig nice Lavendeldüfte machen. Passt euch gut zum Oberteil heute, ne? Dann hatte ich hier in meiner Lampe den Cashmere Sweater. Das ist ja so ein richtiger Klassiker, ne? So ein richtiger Klassiker. Ich glaube, ganz oder alle Duftfeen haben dieses Duftöl irgendwie in ihrem Repertoire. Ich habe ja auch festgestellt, dass ich den von Burschens letztens gedüftelt habe. Wie hieß der denn nochmal? Cozy. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe euch einen Post dazu gemacht, da habe ich was darüber geschrieben. Es ist halt so ein richtiger, ja, ist ein richtiger Klassiker. Ich glaube, alle lieben ihn. Es gibt ja auch so eine Entsprechung von Bath & Body Works, die soll aber irgendwie nicht so sein wie das Duftöl von den Duftfeen, sondern so ein bisschen kühler, so ein bisschen fresher. Und der ist schon sehr cozy, sehr vanillig. Der hat auch für mich so eine salzige Karamellnote. Butsche meinte, glaube ich, da ist irgendwie Karamellholz oder irgendwie sowas drin. Also der hat so einen Hint auf was Besonderem und ich mag den wirklich gerne, den Cashmere Sweater. Jetzt haben wir's. Die Sommerhochzeit von der Römerkreation war in meiner Lampe im Badezimmer. Das war so ein schöner, gefälliger, floraler Duft. Blüten, Rose, ein bisschen Schnittgrün. Der war schön, der hatte auch so was Sauberes, Unaufgeregtes im Badezimmer, mochte ich. Dann hatte ich von der lieben Bea, von Beas Wachsmagie, den Namaste in meiner Lampe. So ein richtig schöner, leicht würziger, orientalischer Kuschelduft, liebe ich. Den Tea Time with Jane Austen hatte ich gleich zweimal in meiner Lampe, weil ich habe den irgendwie leider nicht so richtig schön wahrgenommen. Ich habe ihn nochmal in der Küche probiert und irgendwie kommt der in meiner Nase nicht an. Es hat eigentlich so einen rosigen Foodie-Charakter, aber irgendwie, I don't know. Irgendwie kann ich nicht so gut mit dem Duft. Welchen ich wieder richtig schön fand von Bea, ist der White Cashmere und Sommerregen. Ist halt so ein richtig schöner, frische Wäscheduft, aber so ein nicer, cleaner, frischer Wäscheduft, ohne zu stechend oder herb zu werden, sondern irgendwie so weich, kuschelig, so ein bisschen fluffy towels vielleicht. Richtig, richtig nice. Mag ich. Sehr gerne. Dann habe ich hier von Soul Fragrance einmal den Cashmere Musk and Lavender Marshmallow in der Lampe gehabt. Ich glaube, den fand ich ganz hübsch, ganz nett, kann ich mich aber nicht mehr richtig dran erinnern.
Welchen Duft ich richtig schön von Claudi fand, war der Papageienkuchen. Den hatte ich mir einfach so in ihrer Custom geholt, war jetzt nicht gemischt oder so. Das ist ein ganz normales Öl oder Mischung, die sie anbietet. Und es ist für mich einfach ein Marzipan-Schokokuchen. Ihr habt richtig so diesen klitschigen, schlotzigen, weichen Schoko-Brownie mit so einer Marzipan-Note. Leute, ich sag euch, oder? Und der ist intensiv. Der sagt Hallöchen. Der sagt wirklich Hallöchen. Dann habe ich von L3 Waxy Warners den Dream Weaver in der Lampe gehabt. An den kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Ich glaube, das war so ein Kuschelduft so ein bisschen. Aber ja, ist halt so ein USA-Wachs. Und ich bestelle halt nicht in den USA. Ne? Das ist mir alles zu tricky und zu heikel und Versand. Das würde mir Arm und Bein gleichzeitig abfallen, wenn ich da das Geld für ausgeben würde. Dann den Kamille-Crema von Wohlfühlmomente. Das war so ein Kamille-Duft. Ja, diese Kamillecreme kennt ihr ja. Ich fand den aber nicht so schön. Der hatte was Muffiges. Ich weiß nicht, ob der vielleicht schon ein bisschen drüber war. Februar 21. Ich weiß nicht, der war nicht so meins. Dann hatte ich von Butchen in der Lampe den Pleasure. Oh, den fand ich schön. Das ist ein richtig schöner, krautiger, kuscheliger Lavendelduft. Ne? So eine cozy Lavendel, so ein bisschen krautig. So ein nice Performance, nice. Kann man nicht anders sagen. Und dann hatte ich noch von Burchill den Fiji White Sands in meiner Lampe. Kann man jetzt nicht mehr so gut erkennen. Ist schon so ein bisschen verblasst, ne? Im Badezimmer, das ist halt so ein richtig schöner, tropischer, wässriger, kokosnussiger, fruchtiger Sommerduft. Und mir war einfach im Badezimmer danach, ne? Mir war mal danach so ein bisschen Summer-Feeling in meine vier Wände zu holen. Fand ich sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, meine Lieben, jetzt haben wir erstmal die Duftwachse erledigt. Ihr habt es geschafft. Wir haben ganz gut diesmal, glaube ich. Ne? Wir sind ganz gut durchgekommen. Und jetzt zeige ich euch noch meine Kerzen, die leer gegangen sind und die Kerzen, die ich angedüftelt habe. So, meine Lieben, wir nähern uns jetzt der letzten Etappe des Videos. Und zwar meinen letzten drei Kerzen. Nee, gar nicht. Die letzten drei Kerzen, die ich aufgebraucht habe. Mein Gott. Ich kann auch nicht mehr, Leute, ne? Das war nicht so einfach. Als erstes, glaube ich, habe ich die hier aufgebraucht. Die Blackberry Buttercream. Ich zeige euch mal dieses Schätzchen. Von Kringle Candle. Klar, erkennt ihr schon am Glas. Sie ist wieder... Oh, zack. Sie ist wieder wundervoll abgebrannt. Ohne Zicken, ohne Mucken. Einfach nur hingestellt, angezündet, abgebrannt. Ein wunderschöner... cremiger Duft mit so einer leichten Beerenkomponente, sehr flotzig. Ja, er hat so ein bisschen was vom Cheesecake, Pumpkin Cheesecake von Kringle, mein absoluter Favorite, ihr wisst es ja. Aber ich finde den irgendwie noch ein bisschen netter. Der hat so was Parfümigeres, noch so was Besonderes. Der war auch schön, ich habe ihn genossen, war auch schön wahrzunehmen. Aber es ist jetzt kein absoluter Herzensduft von mir gewesen, von daher... Er war schön, er war gut wahrzunehmen, er war nett. Und jetzt ist er alle, ne? Jetzt sind wir durch damit. Dann als nächstes ein Duft, der, ich habe es versucht, ich weiß, viele von euch lieben ihn, ich komme einfach nicht dran. Und zwar der Gold and Cashmere von Kringle. Der ist auch wieder super, upala, entspannt, abgebrannt, alle chic. Aber der hat für mich einfach so eine Unternote, die mir nicht gefällt. Irgendwie sowas Bitteres, irgendwie sowas Säuerliches. Ich komme mit dem Gold and Cashmere gar nicht klar. Wie gesagt, ich habe es versucht, weil viele von euch so schwärmen von diesem Duft. I don't like. Ein Duft, den ich richtig toll fand und ich beim Abbrennen so wunderschön wahrgenommen habe. Und zwar der Apple Cider Donut. Auch wieder klasse abgebrannt. Und Leute, das war beim Brennen null Ruß, sondern einfach nur ein cremiger, süßer Apfeldonut. Wirklich so dieser schlotzige Apfel. Kuchen, Donut-Teig, so weich und cremig, vanillig und dann mit so einem süßen Apfel so mit da drinne. Wundervoll. Also beim Brennen fand ich den wirklich wundervoll und ich war immer wieder gestunt davon, wie schön der ist. Selbst beim Brennen. Null Ruß. Also da war ich echt von den Socken. Kann ich gar nicht anders sagen. Und dann noch zwei Kerzen, die ich diesen Monat am öftesten unterm Warmer hatte. Und zwar von Goose Creek, der Friendsgiving. Sehr, 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 sehr schöner Duft. Den hatte ich mir im Herbst geholt.
Boah, und es ist einfach so ein foodiger, kuchiger Apfelduft. Apfelkuchen mit so ein bisschen was Haferkeksigem irgendwie in meiner Nase. Er hat auch noch so eine gewisse Crunchiness. So ein bisschen würzig und aber einfach Apfel und Foodie. Und oh, ich liebe ja so eine Düfte. Ne? Ich bin ja so eine Apfelkuchen-Foodie-Nase. Ich fand den schön. Der kommt unterm Warmer nice raus. Und der durfte diesmal sehr oft gerade morgens, wenn es noch so ein bisschen kuschelig und dunkel und zum Wachwerden so, habe ich den sehr, sehr gerne gedüftelt. War ich begeistert von. Und noch ein Duft. Ihr wisst es schon, ich habe ihn euch schon öfter gezeigt, dass ich ihn liebe. Und es durfte ja auch vor einiger Zeit das Glas einziehen, weil die Mails gibt es leider nicht mehr. Und zwar der Baby Powder. Ich liebe diesen Duft, weil es mal ein Babypuderduft ist, der nicht so penetrant und auf die 12 und Haut drauf ist, sondern es ist so ein cremiger, oh, es ist einfach so ein cremiger, leicht floraler, fluffiger Babypuder, Babycremeduft irgendwie. Der hat nicht so dieses Penetrante, sondern ist einfach so weich und clean und schön und einfach so ein richtig schöner Raumduft. Und jetzt auch so, wenn es zum Frühling hingeht, durch irgendwie hat so was Blütiges so ein bisschen. I like very, very much. Eine große Liebe, der Baby Powder von Goose Creek. So, meine Lieben, wir sind durch. Das Video ist, glaube ich, jetzt lang genug geworden. Es ist wieder ein bisschen was zusammengekommen, würde ich meinen, ne? Was ich so gedüftelt habe. Ich bin zufrieden. Ist ein bisschen die Schränke wieder ein bisschen leerer, ne? Ist ja doch drin. Schreibt mir gerne, was ihr so gedüftelt habt im Februar, was euer Favorite war, vielleicht auch, was eure größte Enttäuschung war. Und dann quatschen wir ein bisschen darüber. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, ne? Ist ja doch, ne? Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst es entspannt angehen, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht stressen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.